Das hier ist ein Update und zwar ein richtig gut gelungenes, finde ich. Das ist der 3D Road Lipster PHP, das steht für Fotoprint und sieht man hier an dem Rotaugen-Dekor, finde ich wirklich sehr, sehr gut. Echter geht es halt tatsächlich nicht mehr. Fotoprint und das Ganze auf dem Körper, der basiert auf einem 3D-Scan vom einer echten Plötze, Rotauge, Road im Englischen, da kommt der Name ja auch her. Es sind zwei Teiler mit einer Tauchschaufel, die so etwa einen 45 Grad Winkel beschreibt. Also ein Köder, der auch ein bisschen Tiefe erreicht. Bei dem größeren Modell, 18 cm, 67 Gramm schwer, ist es so, dass wir den beim Werfen auf jeden Fall auf 2 Meter kriegen. Wer damit schleppen möchte, der wird 3 Meter gut erreichen, vielleicht sogar auch noch ein bisschen mehr. Der Köder ist auch leise, bis auf das Geräusch, was hier hinten in der Bewegung durch das Gelenk entsteht. Auch bei diesem Köder ist hinten eine flexible Flosse verarbeitet, ist sonst ein Hardbait. Das Material ist hier wieder TPE, also wirklich was Bissfestes, Haltbares. Optik haben wir schon benannt. Ein wirklich klebend scharfer Drilling ist bereits montiert. Wenn die Hechte mal zickig sein sollten und man Schwierigkeiten hat, sie damit zu haken, kann man hier hinten an der zweiten Öse natürlich auch noch einen zweiten Drilling anbringen. Persönlich, das Modell gibt es ja in anderen Farben, gab es das ja auch vorher schon, habt ihr immer darauf verzichtet, weil das ist genau der Haken, der sonst gerne mal unglücklich in den Kiemen hängt. Und die Attacken kommen auf so einen sehr agilen Köder in aller Regel auch wirklich brutal. Von daher reicht auch wirklich der eine Haken aus meiner Sicht. Hier die anderen beiden Naturdekors, richtig schicke Rotfeder, sogar mit angedeutet ein paar Schuppen, die fehlen. Und hier auch super natürliches Dekor der Barsch. Das sind Köder, die müsst ihr euch im Laden einfach mal angucken. Und wenn ihr die in klares Wasser werft, dann seht ihr, kann kein Hecht mehr vom Original unterscheiden. Das ist ein Köder mit richtig Druckwelle. Und wenn man gerade an die grellen Farben auch denkt, wie hier Fire Tiger, auch Fire Tiger Dekor über dem Fotoprint, dann ist das genau das Richtige, um Hechte entweder wach zu rütteln, wenn sie ein bisschen lethargisch sind, oder wenn sie richtig gerade im Fressrausch sind, sie wirklich auch schnell auf den Köder aufmerksam zu machen. Tolle Farbe für richtig trübes Wasser oder auch als Schocker in klaren Gewässern. Zwei Größen gibt es, 18 cm habe ich euch gezeigt. Das hier ist das niedliche kleine Schwesterlein, 13,5 cm, 26 Gramm. Das ist was für jede leichte Spinnrute. Während man alleine wegen des Drucks, den die Schaufel macht, bei dem 18 cm Modell schon wirklich eine kräftige Hechtrute braucht. Zielfische als Stichwort, Hecht ist klar. Aber das hier ist eine Größe, die auf jeden Fall auch für richtig dicke Barsche genau richtig ist. Das ist eine Köderfisch-Futterfischgröße, die ständig fressen. Und wenn man an die Fische von der Lauftiefe rankommt, dann sagt da auch ein guter Zander natürlich nicht nein zu. Also eine tolle Serie, bestehend aus 5 Farben insgesamt, mit Dekors, die echter gar nicht mehr gehen. 3D-Scan als Grundlage und das Ganze kombiniert mit einer sehr aktiven, sehr druckwellenstarken Aktion. Einfach ein klasse Köder.